Mein Name ist Reinhold Haringer. Ich habe früher mal Volkswirtschaft studiert, bin dann nach 20 Jahren Leiter vom Finanzamt der Stadt St. Gallen gewesen. Und seit 5 Jahren bin ich pensioniert und engagiere mich jetzt für folgende Initiative. Also die Vollgeldinitiative konkret sind 2-3 Forderungen, die eigentlich logisch sind und wo die meisten Leute denken, was heute schon so sei. Also, dass Banken kein Geld machen, sondern nur Geld verleihen. Dass das Geld, das von uns auf dem Konto der Bank ist, dass das wirklich nur uns gehört. Und das Geld von der Nationalbank kommt. Das sind alles Sachen, wo die Leute denken, es sei so. Also die grossen Vorteile sind einmal sicher, dass das Geld wirklich sicher würde auf unseren Konten. Das Geld gehört wirklich nur noch uns und gehört nicht mehr zu einer Konkursmasse der Banken. Das ist der grosse Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass der ganze Geldschöpfungsgewinn, der heute unklar ist, eigentlich was damit passiert, dass der realisiert wird zugunsten der Allgemeinheit. Da könnte man Milliarden für die Allgemeinheit realisieren. Die Banken bleiben nach wie vor zuständig für die Kreditvergabe. Sie bleiben zuständig für den Zahlungsverkehr, für die Vermögensverwaltung. Also man nimmt den Banken nur ganz einen kleinen Teil von ihrer Tätigkeit weg. Und darum gibt es auch keinen Grund, dass sich die Banken so wahnsinnig darüber beklagen könnten, über die Vollwertinitiative. Sie verlieren einen gewissen Vorteil, den sie heute haben, das Privileg, das sie haben. Sie können Geld selber schöpfen, sie können Häuser kaufen, Aktien kaufen mit selber gemachtem Geld. Das ist etwas, wo wir uns gerne so richtig bewusst sind. Und dass Banken da nicht Freude daran haben, das ist klar. Aber sie werden sich darauf einstellen müssen, dass sie das nicht mehr können.